wenn wir uns ein wenig in dieses Evangelium hineinfinden wollen, wenn wir es nicht einfach an uns vorbeirauschen lassen und sagen, okay, eine schöne Heilungsgeschichte, die gut ausgegangen ist, weil Jesus hier ist, sondern wenn wir uns ein wenig beeindrucken, ja berühren lassen, das sollten wir immer tun vom Evangelium, müssen wir uns vielleicht zuvor ein wenig die Personen anschauen. Wer da aufeinander stößt und wer einander begegnet. Wir haben es mit einem römischen Oberst zu tun. Untere Militärhierarchie, nichts Besonderes, aber immerhin so ein kleiner Offizier. Zuständig für Kapernaum, Vertreter einer Besatzungsmacht, ein Fremder, ein Heide. Zu ihm gehört eine Familie und eine Klientel, die Sklaven und Menschen, deren Interessen er vertritt. Das ist in Besatzungszeiten immer besonders heikel. Wir haben vor Ort in Kapernaum eine jüdische Gemeinde. Die hat Älteste, die die Gemeinde repräsentieren. Und wir sehen Jesus und seine Jüngerschaft. Jesus lässt sich ja gerade in dieser Stadt nieder. Immer wieder kommt er dorthin zurück. Auch wenn er keine rechte Heimat in diesem Sinn, keinen rechten Wohnsitz hat, weil er 3 Jahre umherzieht, weil er in seiner Heimatstadt Nazareth abgelehnt wurde, Kapernaum wird immer zu einem Bezugspunkt in Galiläa für ihn. Diese 3 Gruppen sind es, die in diesem Evangelium eine Rolle spielen. Ein Fremder, Römer, ein Heide, die jüdischen Ältesten und Jesus mit den Leuten, wie es das Evangelium wörtlich sagt, die ihm nachfolgen. Das ist voller Spannungen, aber auch Beziehungen. Dieser römische Offizier ist offenbar kein Ekelpaket. Der hat es verstanden, Beziehungen zur jüdischen Gemeinde in Kapernaum aufzubauen. Ja, er ist so sowas wie ein Sponsor der jüdischen Gemeinde. Er hat dafür gesorgt, dass sie eine anständige Synagoge haben. Deshalb verwenden sich die jüdischen Ältesten für ihn. Sie kommen zu Jesus und sagen, ja, hilf ihm wirklich, er verdient es. Dieser Sklave, der ihm viel bedeutet, ist krank. Komm, hilf ihm. Wir sehen, wie ein wenig diese Kategorien, die wir oft anwenden, fremd, vertraut, außen, innen, wie das hier in diesem Evangelium ins Fließen kommt. Wie die Grenzen sich auflösen. Wie kann das sein? Warum lösen sich die Grenzen hier auf? Wir sind es doch sonst gewohnt, sehr klare Grenzen zu ziehen. Heide, Gläubiger. Jesus, Vertreter der jüdischen Religion. Das geht irgendwie für uns oft im Kopf, so fürchte ich, gar nicht miteinander, weil wir nicht deutlich genug uns ins Evangelium hineinfinden. Was macht die Grenzen hier fließend? Christus selber. Weil er der alleinige Bezugspunkt ist, dieses Evangelium. Angesichts dessen, dass er das Heil ist und das Heil bringt, nicht nur das Heil verkündet und darüber redet, sondern dass er es schaffen kann, dass die Begegnung mit ihm selber Heil ist, werden diese Grenzen fließend. Der Evangelist Lukas macht das wie immer sehr feinfühlig. Wir haben es hier mit dem ersten heidnischen Oberst zu tun, der diesem Heil begegnen darf. Und dann wird es wieder ein heidnischer Oberst sein, der unter dem Kreuz Jesu steht, wie der Evangelist bemerkt. Und in seiner Apostelgeschichte wird Cornelius der erste heidnische Oberst sein, dessen Haus durch die Predigt, die Verkündigung des Petrus das Heil in Christus erfährt und sich taufen lässt. Unsere Kategorien, die wir bis heute ja anwenden, außen, innen, fremd, vertraut, das ist im Moment wieder sehr aktuell. Für uns Christen sind das keine ersten Kategorien. Die sind unwichtig. Und wenn jemand im christlichen Namen auftritt
und sagt, wir müssen unsere Grenzen schützen. Was heißt das? Was bedeutet das, liebe Schwestern und Brüder? Gar nichts. Gar nichts heißt das. Das, was wir jetzt Grenze nennen, Nationalität, Zugehörigkeit zu einem Volk, ist alles vorläufig. Das gehört zum Erscheinungsbild dieser Welt, hat in Bezug auf Christus null Bedeutung, null. Ob uns das klar ist? Ob uns klar ist, wie hier im Evangelium, dass wir am Fremden lernen können? Ich weiß, dass das auch manchmal schwierig ist. Wir haben im Moment in der Kirche so eine Bewegung, dass wir alles andere außer uns selber toll finden. Alles ist irgendwie inspirierend, seien es andere Religionen, seien es solche, die nicht mehr zur Kirche finden, alles ist irgendwie toll. Und dann beschließen wir, gerade in unserem Bistum, auch einen Perspektivwechsel. Ist alles schön gut gemeint, klingt auch nett. Allerdings, hier im Evangelium gibt es wirklich, ich würde das nicht Perspektivwechsel nennen, aber einen Lernprozess. Denn Jesus sagt sowohl den jüdischen Ältesten, aber auch denen, die ihm nachfolgen, steht hier ausdrücklich bei Lukas, einen solchen Glauben habe ich bisher noch nicht gefunden. Nicht im auserwählten Volk Israel, offenbar auch nicht in seiner Jüngerschaft. Die gehören ja alle auch zum auserwählten Volk Israel. Und ist nicht das, dieser Umstand, das, was wir lernen müssen aus dem Evangelium und was uns auch anrühren muss, was uns unruhig machen muss? Möglicherweise gibt es wirklich bei den Menschen, wenn wir einmal von uns ausgehen, die nicht zur Kirche kommen, die vielleicht noch gar nicht dazugehören, mehr Vertrauen in Gott als bei uns. Dieser Hauptmann hat von Jesus gehört. Er hat eine Not. Und er braucht Hilfe. Das ist ganz oft der erste Auslöser. Menschen in Bedrängnis, Menschen in existenzieller Not. Sie hören irgendwie von Jesus. Und dann sind wir zum Beispiel solche, wie die jüdischen Ältesten der Gemeinde, die solche Menschen auf Jesus hinweisen, die eine Vermittlungsposition einnehmen. Das wäre der erste Lernschritt, dass sie sagen, komm, ich kann dir eine Brücke bauen. Ich kann dich hinbringen zu dem, der wirklich allein heilen kann, der das Heil der Welt ist, wie wir sagen und singen. Der Heiland. Auf ihn bezieht sich alles. Ohne ihn gibt es gar nichts in dieser Welt. Er erfüllt alles. Und unsere Aufgabe ist es, nicht nur die Menschen, sondern die gesamte Realität, eine gefallene Realität, wieder hinzuordnen auf ihren Ursprung, auf Christus, auf das lebendige Wort Gottes, die ewige Weisheit Gottes, auf den Logos, wie der vierte Evangelist sagt. Denn nur so wird diese ganze Welt, wird die Realität, wird der Mensch gesund und heil. Das muss der entscheidende Perspektivwechsel sein. Nicht das Herumdoktern an diesen und jenen Symptomen, sondern das Wichtigste, der innerste Kern, wenn man so will, die Seele, das Herz der Welt, Christus. Diesem Offizier hier, diesem Hauptmann, wird diese Begegnung geschenkt und seinem Sklaven die Heilung. Und wie ist es bei uns? Ich denke, es gibt einen zweiten Lernschritt in diesem Evangelium. Denn das Wort des Hauptmanns, von dem Jesus ganz überrascht ist, dass so viel Glaube in ihm steckt, hat sich irgendwann ein wenig auf unbemerkten Wegen, die Liturgiegeschichtler sagen uns, es war das 13. Jahrhundert erst, in die Messe geschlichen. Wir kennen dieses Wort. Wir sprechen es gleich wieder vor der Kommunion. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort. Dass das immer ein Zeichen dafür, dass es ein starkes Wort ist, wenn sich die Frömmigkeit des Volkes sich dieses Wort zu eigen macht. Wenn sie es sozusagen selber sprechen will. Ich weiß, irgendwann wird es Ritus und dann ist es für uns selbstverständlich und dann verliert es vielleicht, wenn wir es sprechen,
die Kraft des Glaubens. Aber dadurch, dass es Ritus ist und dass wir es sprechen, hat es immer die Chance, plötzlich wieder aufzuleuchten. Plötzlich seine innere Kraft wieder zu gewinnen bei den Menschen, die es vielleicht nur routinemäßig sprechen. So wie wir das möglicherweise oft tun. Aber dieses Wort hat die Kraft, dass es in unser routiniertes, verschüttetes Herz fällt und dort ein Feuer entzündet, sodass wir anfangen, unser Leben wieder ganz auf Christus auszurichten, von ihm her zu verstehen, auf ihn hin zu leben. Und dann finden wir neu Glauben. Und dann wird auch unser Leben heil.